Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Wir sind vollbepackt bis oben hin. Ach so, gar nicht wahr, das ist gelogen. Wir machen unterwegs, machen wir das alles weg. Habe ich mir überlegt. So, apropos habe ich mir überlegt. Ich habe mir überlegt, was kletter ich denn hier hoch? Warum ruckelt schon wieder so? Ach Leute, so macht es doch keinen Spaß. Ich glaube, ich habe zu viele Fackeln. So, wir wollen ganz, ganz schnell los. Wir wollen recht, recht sportlich sein. Abigosit. Wir wollen auch eh nur, wir brauchen gar nicht so viel Platz. Weil wegen ist so. Zack, zack, raus die Maus. Ab geht die wilde Fahrt. Tag 27. Ah, ist ja auch Airdrop-Tag. Bis zum Airdrop sind wir wieder zurück. Hoffe ich. Na gut, hier Cobblestone-Müll hätte ich zurücklassen können, ne? Dann macht er nichts. Ab geht's. Zack, zack, zack. Ist das unser Wald? Ist das der Wald, den wir gepflanzt haben? Ist aber schön geworden. Hallo, lieber Wald. Hallo, nicht so lieber Typ, der bei unserem Wald rumgammelt. Ja, ja, noch so einer. Das sind mir die Liebsten hier. So, da ist richtig. So ist korrekt. Absolutamente correcto. So, wir versuchen das zu machen wie die Ninjas. Rein, zack, zack, zack und wieder raus. Gucken, ob das was wird. Kennt mich ja. So, bevor wir das aber jetzt hier großartig weiter craften, reparieren wir mal die Schroti. Die olde Schrotgun, sehr schön. Und dann Lump of Coal. Und Potassium Nitrate macht Dingsbums. So, genau deswegen jetzt. Ich habe einmal nochmal geguckt, wofür wir hier die Muni mitnehmen. Also das Muni-Craft-Zeug. Und zwar für unseren Revolver. Weil der hat nicht mehr so viel. Und ihr wisst ja, was morgen ist. Morgen ist Tag 28. Da ist hier wieder Disco-Pogo. Klingelingeling. Klingelingeling, klingelingeling, da kommt der Zombie-Mann. Klingelingeling, klingelingeling, kommt mit der ganzen Horde an. Huch, das wird die allergrößte Horde, die wir je gesehen haben. Zumindest in diesem Spielstand. Geht ja schon gut los, wenn ich mich schon auf der Seite vom Fluss einmal hauen lasse. So, das haben wir. 44. 44 Magnum Bullets. Und ich wollte ein Bier zu mir nehmen. Aus Ausdauergründen. Prösterchen. Und rein in die gute Stube. Na, ihr Loschen, ihr Nulpen. Kommt der da von der Brücke runter? Also vom Geländer. Nur um mich zu ärgern. So, zack, 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 zack. Jetzt muss es schnell gehen. Bevor die Meute merkt, dass wir da sind. Komm, Hoppchen. Haben wir denn das Bier getrunken? Das ist aber auch, ne, also gut, ein Bier, habe ich ja schon mal drüber geredet, macht ja jetzt nicht so betrunken, aber es ist echt, ne, erstmal was trinken, bevor man hier dahin geht, wo man jeden Millimeter seiner Aufmerksamkeit und seiner Reaktionsfähigkeit braucht. Das ist, als ob man erstmal einen Autofahrschnaps zu sich nimmt. So. Jetzt weiß ich natürlich aus dem Kopf nicht mehr, wo die Waffenläden waren. Zwei Stück waren es, ne? Wäre schön, wenn ich mir das... Wäre mir gar nicht gedingst. So, vorsichtig, nicht, dass ich noch das Oil Barrel... zur Explosion bringe. Ach, seht ihr, wir können auch hier im Apartmenthaus in die Ammo-Box gucken. Die müsste ja auch wieder frisch sein. Oh, mal gucken gehen. Wir gehen mal gucken. Und diese Purse. Zwei Bandagen nehmen wir mit. Den Platz haben wir. So, ist unsere Muni schon fertig? Nee. Achso, nee, war ja auch Lootfenster, war ja nicht anständig Gepäck offen. Das verwechsel ich manchmal. Und dann wundere ich mich,
dass auf einmal das Crafting fertig ist. Okay, schaffen wir. Huch! So, ich bin ein bisschen angespannt. Ich hoffe ja, dass mein ganzer Plan hier so aufgeht. Aber ja, in der großen Stadt weiß man das nie, ne? Warum ist hier offen? Oh, da fällt mir ein. Haben wir mitgenommen, ja. Glaube ich. Bin ich fast überzeugt von, dass wir ein Bett schon zu Hause uns in die Kiste gelegt haben. So, jetzt muss ich natürlich hier gucken, welche Wohnung war denn das? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Nee, wir müssen noch höher. Das wird so nichts. Jetzt wird es hier voller. Im Zweifel müssen wir aus dem Fenster hopse. Nee, hier auch nicht. Nee, auch nicht. Müssen noch höher. Höher! Höher, schneller, weiter! Auch nicht. Nee, wir waren doch aber in diesem Haus schon. Und wir haben hier, da. Yes! There it is. Steh auf. Mach schnell. Hopp, 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 hopp. Do it. Empty, empty, empty. Empty. Hier ist noch nichts gerespawnt. Das ist schlecht. Um nicht sehr unangenehm zu sagen. Hab ich da einen Hund gehört? Oh Leute, jetzt bin ich geimpft. Gleich umzingelt, wenn ich rauskomme. Na gut, wir haben eine Massenvernichtungswaffe. Ein SMG. Damit kann man aber genau eine Masse vernichten, weil dann ist sie kaputt. Raus hier, schnell. Shotgun Messiah. So, sieht noch gut aus. Ja, ja, ja. Kommt vom Kokain. Polizist, schlecht. Aua. Knarzt. Yes, 2 Shotgun Shells. Ich bin so stolz. Oh, wir gucken jetzt hier trotzdem noch rein, weil ich glaube... Oh, ist ja sogar noch unkaputtet. Schnell, schnell, schnell. Pistol Barrel blau. Glaube ich spinn. So, hier machen wir aber trotzdem... Ah, untouched. Pistol Barrel lila nehmen wir mal mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier machen wir trotzdem leer, weil hier kommen wir bestimmt nochmal hin. Komisch, die hier sind. Das ist Schmu alles. Ich höre Schritte, die hier drinnen klingen. Nee. Auch nicht. Okay. Lila Shotgun Barrel nehmen wir mit. Ich glaube, uns fehlt auf der Shotgun nur der Stock in Lila, ne? So, ich hoffe, das reicht, ohne dass wir jetzt eine über den Deckel kriegen von hinten hier. Mach, 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 mach. Boah, gut, dass es nicht lange dauert. Ah. Hunting Rifle, Farbe. Pur. Tss, so ein Scheiß. Weg das Ding. Weg. 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 2 graue Pistol Receiver, ich bitte euch. Was ist denn hier los? Mach kaputt. So. Sind wir hier hingekrochen? Echt? Müll. 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 Ich würde ja gerne wieder singen, ich mag Müll, aber es würde nicht stimmen. Deswegen lasse ich es. Aha. Ach ja, haben wir zugemacht, sehr schön. So, Schmu, Doppelschmu. Gib den High-Sand-Scheiß jetzt hier, braucht keiner. So viele Floor-Lila-Pistol-Dinger brauchen wir im Leben nicht. Den können wir nochmal mitnehmen hier. Hunting Rifle. 2 lila Teile, beide fürs Hunting Rifle. Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Was macht ihr denn hier mit mir? So, jetzt haben wir ja aber gerade mal ein bisschen Ruhe noch. Seht ihr, wo der zweite Shotgun-Store ist? War der hier irgendwo? Oder war der da irgendwo? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal... Oh! Uiuiui, gut, dass der genauso überrascht war wie wir. Sonst hätte der uns nämlich jetzt vertrimmt. Ja, ja, kotzt mal eine Runde. Mir ist auch nicht wohl. Was ist hier? Was ist das? Was bist du? Bücherladen. Oh, müssten wir eigentlich auch nochmal durchgehen, ne? Schon aus dem Grund mal wegen Sniper Rifle.
Schmarrn. So, ich glaube, hier ist der zweite Shotgun-Messiah. Oder ist hier Werkzeugladen? Ich habe einen Hund gehört. Ich habe auf jeden Fall einen Hund gehört. Working Stiffs. Wir brauchen immer noch ein Dings. Eine lila Schaufel. Fällt mir gerade so ein. Ah, nehmen wir erstmal mit. Solange wir noch Platz für sowas haben, können wir sie alles mitnehmen. Oh, zack, ja, hier. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das lassen wir jetzt hier aber drin. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Waren wir hier nicht im Hinterzimmer? Ach so, warte mal. Haben wir uns hier? Ne, haben wir nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Ah, da ist doch das Loch. Ach ja, genau, hier. Haha, Trottel-Zombies. Holz, viel Holz. Werden wir gleich wieder die Hälfte wegschmeißen. So zum Beispiel. Zack. So. Müll. Nüscht. Lila Fire-Ex haben wir schon. Braucht doch alles keiner. Braucht doch alles keiner. So, dann legt das Holz hier weg. Mann. So. Ach so. Ich bin auch ein Typ, ich erzähle den ganzen Tag, was keiner braucht. Und dabei brauchen wir hier Dings. Crafting. Kriegen wir da Platz im Gepäck. Aufpasse. Zack, guck mal, wie schön. War nicht so viel, was wir da mitgenommen haben, ne? Da steht einer vor der Tür. Steht noch einer vor der Tür. Ich hab den einen mal erschossen, der da vor der Tür stand, ne? Ich hoffe... Hund! Aua! Aua, wo kommst du denn her? Kam der denn jetzt bitte her? Ich höre da wieder einen Hund. Ja, 8 Uhr noch was? Da haben wir noch Zeit. Ich lade mal nach. Gluck, 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 gluck. Ganz ruhig, Brauner. So, gucken hier schnell rein. Nicht, nicht. 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 Viele, viele Schritte. Nicht. Nicht. Da habe ich zu früh nicht gesagt. Ein Schmarrn. Kommt vorne ab. Das ist mir zu heikel. Heikel Makatsch. Oh Gott, Finn. So, apropos Heikel. Nee, wir verschwinden nicht. Aufpassen, mutig, man ist mutig. Zack, wir nehmen hier... Mitten in der Stadt stehen wir einfach rum, spielen in unserem Gepäck. So. First Aid and now Healing. Sehr, sehr gut. Hoi. Da dachte ich, hätte ihn erwischt. Das sieht mir öfter in letzter Zeit. Wenn hinrennst und BÄM machst und dann steht er aber doch noch. Und dann versuchst du ganz schnell wegzukommen. So, hier haben wir gerade angefangen. Hier haben wir noch die Dinger geklaut. Was ist denn der doofe zweite? Oder habe ich mich jetzt vertan? Hatten wir nur einen Waffenladen? Wir hatten noch zwei. Ich weiß es ganz genau. Aber das Ladenviertel ist ja eigentlich da im Süden so ein bisschen, ne? Ich höre einen Hund. Ah, da. Nehmen wir den so lange. Köter. Alkohol und Vitamine. Eine sehr beliebte Mischung bei Krankenschwestern heutzutage. Und bei mir natürlich. Hund! Nein! Aber weil ich ein cooler Typ bin, futter ich mir erstmal die Vitamine rein und kümmere mich dann um den Hund. Oder ich drehe mich um nach dem Hund und sehe, dass der völlig ganz woanders ist. Und komplett ignorierbar. Ich höre ihn noch. Da ist er. Der Wicht. Ah, da ist er doch. Oder? Ist das? Ist das? Ist das? Bist du's? Messiah? Er ist es. Warum ist denn hier vorne zu? Wir waren doch hier schon drin, oder nicht? Jetzt gibt's mal zu, Leute. Oh, Polizist.
Hat er ja nicht bemerkt. Brauchen wir nicht. Für sowas haben wir jetzt keinen Platz, Leute. Untouched. Müll, 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 Müll. Und aber auch nochmal ein bisschen Müll. So, schnell, 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 schnell. Mach doch schneller, Junge. Nüscht. Wir sind nicht so viel zum Wegschmeißen. Faulty SMG-Barrel. Ich glaube, ich spinne. Wir sind für, um unser Faulty-Teil loszuwerden hier. Und nicht, um noch eins draufzulegen. Pff, ist ja nicht zu fassen. Oder draußen laufen sie. Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn? Nochmal. Faulty SMG-Barrel. Soweit comes it noch. Gut, Hunting Rifle. Ich glaube, ich... I break together. Juschen, Wasser kann weg. Leer. Oh, das war's auch schon wieder, ne? Leer. Hier müssen wir noch irgendwie, genau. Nicht. Schade, schade, schade. Also prinzipiell ja keine schlechte Idee, hier zwei SMG-Teile reinzulegen. Nur leider. Oh. Nö, machen wir nicht. Wir gehen vorne raus. Ja, sehr, sehr schade. Sehr, 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 sehr schade. Huch. Nicht mich verpetzen, bitte, Freund. Okay. So viel zu mich nicht verpetzen. Wo war denn jetzt hier? Ich habe doch hier gerade, als wir hier ran... Habe ich doch das zweite... Egal, wir gehen nach Hause. Komm. Also nicht nach Hause per se. Oh, schön beim Kotzen unterbrochen. Shotgun Shells. Oh, prügel mal auf den Stein ein. Der hat auch neu angefangen. Der muss noch an dem Stein ein bisschen Eisen farmen. Geht noch nicht in die Mine. Das war das, wo wir schon drin waren, ne? Ich hab die Orientierung verloren. Westen. Nach Westen führt der Weg. Das ist Norden, Finn. L2 Compass Read. Mann, Mann, Mann. Konnte ich früher nicht. Habe ich nicht gepeilt, wie man einen Kompass liest. Ich hatte so einen, da war nicht auf der Nadel, die... Die Richtung, sondern da war so eine Scheibe noch drin. Wo man dann mit Gradzahlen ablesen konnte sogar. Habe ich nie gepeilt. Habe ich nie gepeilt. Aber heutzutage würde ich das natürlich verstehen, aber... In so einem Spiel ist das ja auch schön leicht hier. Da steht auf einer Seite N und das Norden. Na, Krüppelmann. Ja, schade. Nicht so die Beute, die wir uns erhofft hatten. Behaupte ich. Oder? Habt ihr auf sowas gehofft hier? Oh gut, wir haben ein paar Rebar-Frames, wir haben ein paar Wood-Frames. Wir haben wieder ein paar Schuss für unser noch nicht zusammengebautes Sniper-Rifle gefunden. Alles wird wert. Alles wird wert. Wir haben ein Schwein sterben hören. Schwuppdiwupp. So, jetzt. Na, können wir hier mal flitschen, bitte? Flitsch. 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 So, ab geht's. So, viel wichtiger als zu Hause zu sein, war mir jetzt natürlich, dass wir auf unserer Seite des Flusses wieder sind, wenn es 12 Uhr schlägt. Damit wir dann unser, das Teil, weswegen wir losgemarschiert sind, einfach aus dem Airdrop holen. So habe ich mir das überlegt. Also sowieso, ich wollte jetzt nur in der Stadt die Chancen erhöhen, die Zeit ein bisschen rumbringen, bis der Airdrop passiert. Mein Name ist Airdrop und es ist wieder mal passiert. Oh, 60 Iron Bars. Sehr, sehr nett. Wird aber immer noch nicht reichen. Mano. Kommt das Sprinten gerade sehr langsam vor, wollte ich sagen. Und in dem Moment, wo ich gemacht habe, um das zu sagen, habe ich gesehen, ich bin da noch gesplintet. Trotzdem wie ein Ninja durch die große Stadt, habt ihr gesehen, wie wir katzengleich, anmutig durch die Gassen geschlichen, schrägstrich gesprintet sind. Also Schleichsprint, so thiefmäßig quasi. Da sind wir von Deckung zu Deckung gehuscht und haben Zombies mit der Shotgun erlegt.
So. Da kam nicht auf Anhieb das raus, was ich wollte, deswegen sage ich es gar nicht. War auch völlig unwichtig, wie immer. Wisst ihr ja. Also war wirklich weder interessant noch wichtig. Ich weiß es nicht mal mehr. Ah, so. Brauchen wir eigentlich... Ach, guck mal, auch wieder gerespawnt. Da müsste es jetzt drin sein. Ist aber nicht. So. Na, macht ja nichts. Kann ja mal passieren. Mein Name ist unten eingeblendet und es ist wieder mal passiert. Schwuppdiwupp. Ups. Ah, das ist schon Deluxe hier vorne raus, ne? Schon sehr, sehr praktik. Very pratique. So, was wollten wir hier? Hier wollten wir gar nichts. Hier wollten wir. Hier, Ersatzpistole. Du hast da bestimmt noch. So, wartet mal. Nee, ist gut. Da fehlt nur der Dings. All clear. Hier. Der hier. Im Check. So. Zusammenbauen. So, jetzt unsere Ersatzpistole auch schon lila. Kommt das hier, verscrappen wir wieder alles schön. So, ist es das so. Wo ist er? Tja, voll gut, voll gut. Nur das Interessante haben wir nicht in lila. Wisst ihr? So, hier, zack. 263 große Bullets schon. So. Alohol, Sprit. Müssen wir alles machen. Alohol. Nochmal drei Fässchen Sprit. Das ist doch schön. Haben wir wieder eine Weile. Holz kommt hier rein. Hören wir uns mal andersrum. Wir machen mal den ganzen Steck rein und nehmen den Angefangenen mit. Und Rehbars kommen dort hinein. Und ich werde direkt nochmal ein paar... Oh, ein bisschen Wasser haben wir noch übrig. Nicht schlecht. Sagt unser Tee. Haben wir auch noch Bierchen. Haben wir... Müssen wir ein bisschen gucken zwischendurch hier. Wie sind unsere 40 Gemüsesuppen? Keine Probleme. So, dann können wir hier ein bisschen Scrap-Iron hier wieder hinlegen. Leg den, Junge. Und dann können wir aus dem Forgeron. Können wir Pipeth machen. Zack, zack. Kladusch. Zack, zack. Kladusch. Und dann können wir, während wir... weitere Mats für noch mehr Iron Bars craften. Schon mal neue Iron Bars setzen. Während wir auf den... Irgendwas ist da falsch rumgesetzt. Guck mal, seht ihr das hier? Wie ungleichmäßig das ist. Ich glaube, die hier sind falsch, ne? Ne, ist wieder gut. Hm? Versteht nicht. Ich verstehe das nicht. Guck mal, nur der eine da ist falsch hier. Oh, das wäre auch falsch. So, ich glaube, den schlagen wir nochmal raus. Huch, oh, sehr gut. Nee, guck mal, wie sieht das denn aus? Also ich dachte, na komm, das ist nur so ein Millimeter. Das kann man so lassen, aber ne. Das ist ja ein Krüppel. Ein Krüppel unter den Iron Bars. Das brauche ich gar nicht. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So. Hier, ist wieder falsch rum, ne? Warte mal. Machen wir mal von außen. Hat es ja auch gepasst bei den anderen hier. So nämlich. Ah, schön. Beautiful. So, können wir jetzt hier bis hier müssen wir noch schräg drauf machen. So. Und so. Ha! Die erste Wand ist fertig. Kommt man nicht durch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ja, jetzt haben wir aber schon wieder, ist schon wieder, die Zeit vergeht, Leute, die brennt, ne? Ich muss mich schon wieder bedanken bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Und sage Tschüssli Müsli.